Im Grunde bleiben wir genau bei diesem Thema, weil auch das hattest du vorhin schon angesprochen. Es geht jetzt nämlich darum, Industrie 4.0, dieser digitale Zwilling. Der digitale Zwilling wabert ja als Begriff viel und häufig leider auch missverstanden durch dieses industrielle Automatisierungsthema. Wir wollen jetzt deshalb einen ganz konkreten Blick auf die Verwaltungsschale der Plattform Industrie 4.0 werfen. Wie sieht die aus in der vernetzten Kunststoffproduktion hier in dem KI-Reallabor? Da begrüßen wir heute leider nur online bei uns Dr. Magnus Redeker. Er ist Experte für Industrie 4.0 konforme interoperable digitale Zwillinge, auch hier beim Fraunhofer Institut IOSB INA. Er ist tätig in der Gruppe Big Data Plattformen und wird sich jetzt zuschalten. Er ist bereits im Teams-Meeting dabei und wird uns so ein bisschen genauer erklären, was es mit dem digitalen Zwilling von dieser Anlage auf sich hat. Magnus, du kannst dann gerne dein Bildschirm. Genau, vielen Dank, Anja, für die Einführung und auch vielen Dank, Nisrin, für die Vorstellung der Kunststoffproduktion. Ich, wie gesagt, lege heute den Fokus auf einen digitalen Zwilling in der Kunststoffproduktion und wäre jetzt live gleich konfigurieren, wie dieser digitale Zwilling Daten, Prozessdaten in sich integrieren kann. Kurz drei Definitionen, über die ich jeweils verwenden werde. Das ist einmal das Asset. Asset ist ein Objekt mit einem gewissen Wert für eine Organisation, kann also beispielsweise eine Maschine, ein Produkt, ein Smart Service, die ganze Fabrik oder auch ein Vertrag oder Ähnliches sein. Alles mit einem Wert für eine Organisation kann ein Asset sein. Und heute liegt der Fokus bei mir auf der Aburg Spritzgießmaschine. Das wäre also das Asset. Ein digitaler Zwilling ist auch hier eine ganz einfache Definition. Ist eine digitale Repräsentanz eines Assets, die der Umsetzung der Use Cases einer Organisation genügt. Also kann erstmal vieles Verschiedenes sein, beispielsweise eine Simulation eines Assets oder eine technische Zeichnung eines Assets, aber auch eine Abbildung des aktuellen Zustands des Assets darstellen, je nach Use Case. Und die Verwaltungsschale bzw. die Asset Administration Shell, auf Englisch abgekürzt AAS, ist die Umsetzung des digitalen Zwillings für Industrie 4.0. Ja, warum ist sie das? Weil sie eine digitale Repräsentanz dieses Assets ist, die gleichzeitig semantisch angereicherte interoperable Daten enthält. Ja, und über diese semantische Anreicherung, das bedeutet, dass die Daten, die enthalten sind, gleichzeitig Menschen, aber auch Maschinen interpretierbar sind, entsteht natürlich Interoperabilität von digitalen Zwillingen zu anderen digitalen Zwillingen oder auch zu anderen weiteren Komponenten in so einer Industrie 4.0 Ökosystem. Ja, das Ganze basiert auf einem standardisierten Meta-Informationsmodell mit der Verwaltungsschale und gleichzeitig ist diese Verwaltungsschale auch eine standardisierte Programmierschnittstelle. Und digitale Zwillinge enthalten dann Teilmodelle, die diesen digitalen Zwilling logisch untereinander unterteilen, beispielsweise in Produktionsdokumentation oder die Identifikation des Assets, Beschreibung der Fähigkeiten eines Assets, aktueller Zustand kann repräsentiert werden, aber auch, wie Frau Peres eben sagte, Recycling-Informationen können enthalten sein, beispielsweise für den Kuna-Becher die Regranulierung, wie sie, glaube ich, sagte. Ja, grundsätzlich ist die Verwaltungsschale als Industrie 4.0 konformer digitaler Zwilling in den Unternehmen angekommen und nun müssen diese Zwillinge beweisen in realen Anwendungsszenarien, dass sie die Schlüsselkomponente für eine adaptive, ressourceneffiziente und nutzerfreundliche Industrie 4.0 sind. Dazu muss ein digitaler Zwilling natürlich resilient betrieben werden, er muss ständig verfügbar sein, aber gleichzeitig muss er auch ein aktuelles Wissen über den Lebenszyklus und den aktuellen Zustand seines repräsentierten Assets bereithalten. Ja, und dazu sind effiziente und resiliente Daten- und Ereignisströme zwischen Assets auf der einen Seite, digitalen Zwillingen auf der anderen Seite, aber auch gegebenenfalls weiteren Komponenten in einem Industrie 4.0 Ökosystem müssen diese Ströme dann aufwandsarm und bestenfalls automatisch konfigurierbar sein. Und dazu entwickeln wir insbesondere hier diese drei Komponenten, die hier aufgeführt sind. Einmal eine Digital Twin Plattform für Industrie 4.0, ein Digital Twin Portal und ein
Teilmodell. Das nennt sich Digital Twin Asset Interfaces Configuration. Und auf diese drei Komponenten gehe ich gleich genauer ein. Der heutige Fokus, wie gesagt, liegt auf der Spritzgießmaschine der Firma Aburg. Und da integrieren wir dann gleich live Prozessdaten. Hier einmal dargestellt, unsere Digital Twin Plattform für Industrie 4.0 ist unterteilt in vier Layer. Wir haben hier ganz zentral den Shopfloor Layer, der die Maschinen und Sensoren, beispielsweise jetzt hier in der Smart Factory OL enthält, die dann beispielsweise Assets oder Interfaces per OPC-OA oder MQTT anbieten. Dann haben wir einen Continuous Deployment Layer, der es uns erlaubt, die Microservices, die wir in den Data Infrastructure Layer und im Business Services Layer integrieren wollen, dass diese Microservices unabhängig voneinander entwickelt, betrieben und gewartet werden können, sodass sie ständig verfügbar sind. Ja, sie interagieren untereinander, lose gekoppelt über deren APIs oder aber auch durch asynchrone Kommunikation über Apache Kafka oder MQTT beispielsweise. Und die Aufgabe dieser Data Infrastructure Services ist es, die Daten vom Shopfloor Layer in den Business Services Layer, beispielsweise zu so einem Condition Monitoring Service, zu transportieren, aber auch wieder zurück, ja, wenn zum Beispiel ein AI-Service feststellt, dass der Operationsmodus geändert werden sollte, dann muss das natürlich auch irgendwie zurücktransportiert werden und dazu diese ganzen Microservices in dem Data Infrastructure Layer. Beispielsweise hier ein AAS-Server, also eine Runtime für die digitalen Zwillinge. Genau, und jetzt Konzentration oder der Fokus auf den heutigen Use Case mit der Aburg Spritzgießmaschine. Die würden wir natürlich hier unten im Shopfloor Layer. Oder ja, okay, bauen sie sich natürlich automatisch ein. Die Aburg Spritzgießmaschine hat eine Steuerung, die wiederum einen OPC-OA-Server bereitstellt. Bitte die Mikrofone. Irgendjemand hat sein Mikrofon auf. Könnten Sie das bitte schließen? Dankeschön. Genau, diese Daten von dem OPC-OA-Server werden in einem MQTT-Broker veröffentlicht. Also immer, wenn sich ein Datum im OPC-OA-Server ändert, wird er auf dem MQTT-Broker das Datum dann veröffentlicht. Gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Also diese Verbindung hier, Aburg zum MQTT-Broker, wurde automatisch erstellt. Dann haben wir hier den digitalen Zwilling der Aburg, der wiederum in einem befähigten, deswegen das Sternchen hier, ASX-Server ausgeführt wird. Befähigt, komme ich gleich nochmal drauf. Genau, und dieser digitale Zwilling hat sich in einer Registry angemeldet, in diesem Fall eine BASIX-Registry. Und dann haben wir hier unser Digital Twin Portal, welches wir entwickelt haben, welches es uns erlaubt, digitale Zwillinge zu erstellen, zu editieren, zu deployen oder auch zu visualisieren. Ja, und dieses Portal, Backend, in diesem Fall Node.js Backend, hat über die Registry den Endpunkt des digitalen Zwillings erfahren und sich dann mit dem digitalen Zwilling verbunden und dann kann es die Daten im Frontend für den User darstellen. Genau, nochmal zurück zum befähigten ASX-Server. Hat das übliche AAS-Meta-Informationsmodell und die übliche Programmierschnittstelle. Und Befähigung bezieht sich jetzt darauf, dass der ASX-Server ein Plugin besitzt, was wir entwickelt haben, was ihm erlaubt, Konnektoren in sich selbst zu deployen auf Basis des Submodells, dieses Digital Twin Asset Interfaces Configuration Submodells. Immer wenn der Server ein solches Submodell empfängt, interpretiert er das. Ne? Er kennt es erstmal an seiner semantischen ID, interpretiert es dann und deployt einen Connector, der dann letztendlich hier diese Verbindung zum MQTT-Broker herstellt. Genau, dieses Submodell, oder wir gucken uns hier einmal den Digital Twin an, den digitalen Zwilling an, ne, oben mit der standardisierten API, hat dann die Submodelle, in diesem Fall Asset Information, Asset Administration, Lifecycle Documentation und dann hier dieses angesprochene Submodell zur Konfiguration des Connectors. Ja, und dann wird beispielsweise hier dieser Digital Twin Asset Interface Connector konfiguriert, der dann wiederum Daten integriert in das Lifecycle Documentation Submodell, aber auch Daten aus dem Asset Administration Submodell an das Asset übertragen kann. Was auch noch möglich ist,
dass Daten, die in diesem Asset-Interface empfangen werden, gleichzeitig weitergeleitet werden an so ein Storage-Interface, ne? Also um Daten dann zu persistieren, wie zum Beispiel Documents, ne? Immer wenn sich ein Submodell ändert, könnte es in einer MongoDB, in einem Document-Store, gespeichert werden. Objekte für Files, Dateien, die in so einem digitalen Zwilling enthalten sind, und Time-Series natürlich, um Zeitserien dann in einer performanten Zeitserien-Datenbank zu integrieren. Ja, und das gucken wir uns jetzt einmal live an, wie das funktionieren soll. Und zwar gehe ich jetzt als erstes einmal auf den MQTT-Broker. Da sehen wir jetzt immer, wenn hier was aufleuchtet, heißt das, ein Payload, eine Nachricht wurde empfangen. Und wir konzentrieren uns heute, ne, wir haben ja so ein Payload hier, ein Topic hier oben mit der ARBOC, aber das Smart Meter, da wissen wir auch, dass der unter dem Topic IG2I1P eine elektrische Leistungsaufnahme der ARBOC darstellt. Und die Payloads, die Messages, die hier enthalten werden, sind einmal die Node-ID Server-URL. Das bezieht sich auf den OP2R-Server, wo die Daten auf der Steuerung bereitgestellt werden. Und die werden dann veröffentlicht hier in diesem Topic und enthalten dann praktisch die Value, die wir gleich integrieren wollen. Zeitstempel, menschenlesbar, ne, wird von heute oder aktuell, ne, und aber auch einen Unix-Timestamp. Genau, und jetzt gehen wir einmal in den digitalen Zwilling, wie er hier in dem ASX-Server derzeit aussieht. Und zwar haben wir da drin Digital Nameplate und Operational Data, heißen die beiden Submodelle. Und da haben wir jetzt Daten senken für die elektrische Leistungsaufnahme Power 1, Power 2, Power 3. Das musste ich noch erwähnen. Wir haben drei Topics, die uns interessieren. Einmal das, was gerade angeklickt ist. Dann haben wir hier noch eins mit I2 und eins mit I3. Ja, da kommen die drei Leistungsaufnahmen dann an. Derzeit sind da keine Daten drin. Und Gleiches spiegelt sich dann auch. Oder zunächst würde ich gerne noch einen Blick in den digitalen Zwilling. Der hat so einen Log. Das ist im Prinzip ein Microservice, der ja ausgeführt wird, und der loggt alles, was er tut. Und in diesem Fall sehen wir jetzt hier, dass Daten abgerufen werden. Ja, es wird regelmäßig das Submodel Digital Nameplate, aber auch regelmäßig das Submodel Operational Data abgerufen. Und das geschieht durch unser Digital Twin Portal. Ja, dieses Portal hat Zugriff auf eine Registry, aber auch auf die I4AAS Server, ne, dieser I4AAS-Server bezieht sich jetzt konkret auf die Kuna-Produktion. Ne, das ist ja auch ein digitaler Zwilling der Kuna-Produktion. Und in diesem digitalen Zwilling, das ist jetzt im Prinzip die Topologie dargestellt der Kuna-Produktion. Ne, wir haben anfangs den Granulat-Trockner von Digicolor, dann die ARBOC Injection Molding Machine und auch noch den KUKA-Roboter drin. Das ist jetzt allerdings direkt auf dem OP2R-Server, und wir haben heute das Ziel, dass wir uns den digitalen Zwilling der Einspritz- oder der ARBOC-Spritzgießmaschine im ASX-Server angucken. Ja, und der wurde gefunden hier in der Registry der Kuna-Produktion. Da können wir jetzt reingehen. Ja, und ähnlich wie das dann jetzt direkt auf dem Server des digitalen Zwillings war, stellt das Digital Twin Portal jetzt die Daten da. Wir haben einmal die Digital Nameplate drin, sehen hier, dass der Manufacturer die ARBOC GmbH und Co. KG ist. Wir haben was das für eine Maschine ist, also die Spritzgussmaschine, und dann auch die Operational Data mit Power 1, Power 2 und Power 3. Und jetzt editiere ich diese Verwaltungsschale und füge jetzt ein Submodell hinzu. Das habe ich instanziiert, schon vor der Veranstaltung, zugegebenermaßen, aber ich könnte auch ein Template hinzufügen, ja, wo die keine Daten drin enthalten sind. Und das ist jetzt das Interface Configuration Submodel. Hier hat dann eine Collection, in die ich dann Konfigurationen reinlegen kann, beispielsweise für MQTT, OPCOA oder HTTP REST. Und in diesem Fall haben wir jetzt diese, funktioniert mal scrollen, nicht? Einmal gerade neu laden. In diesem Fall muss auch nochmal das Submodel jetzt neu einfügen. Das geht aber schnell.
Wir sind jetzt weiterhin erstmal nur im Digital Twin Portal. Das heißt, das wurde noch nicht gespiegelt in den oder übertragen wieder in den digitalen Zwilling, das in die via im ASX-Server ausgeführt wird. Ja, wir sind jetzt hier, das Inter- oder das Konfigurationsmodul hinzugefügt und diese MQTT-Konfiguration. Die enthält dann letztendlich den Endpunkt des MQTT-Brokers, Clean Session soll true sein und Client Name ist hier gesetzt, mit dem sich dann der digitale Zwilling bei dem MQTT-Broker anmelden soll. Und dann haben wir Connections, nämlich drei Stück. Und die beziehen sich dann jeweils auf das Topic, was hier beachtet oder integriert werden soll. Und da haben wir einmal das Smart Meter IG2 I1P. Das hatten wir hier gesehen. Ne? Smart Meter IG2 I1P. Operation Mode ist Subscribe. Wir wollen Daten integrieren in den digitalen Zwilling. Dann wird die Payload geschrieben. In diesem Fall ist es eine JSON-Payload. Und die Payload-Struktur wird hier auch explizit aufgeführt. Ne? Das ist einmal die Node-ID, Server-URL, Value, Timestamp und Unix Milliseconds. Ne? Genauso wie es hier drin steht. Node-ID, Server-URL, Value, Timestamp und Unix Millisekunden. So, und das, dieser Part war jetzt die Beschreibung des Interfaces des Assets. Und jetzt kommt der zweite Punkt, den dieses Submodell bereithält, nämlich die Integration der Daten in den digitalen Zwilling, wie sie integriert werden sollen. Und zwar haben wir den Mode Set Value gewählt. Das bedeutet, wir haben hier eine Relation drin. Eine Relation verbindet zwei oder in diesem Fall Datensenke als erstes mit der Datenquelle. Die Datensenke ist zunächst ein Submodell, nämlich Operational Data slash Power 1. Das wäre dann die Property. Also wenn wir hier oben gucken, Operational Data slash Power 1. Also diese Komponente wird dann ist die Datensenke. Und als Datenquelle haben wir die Value, die sich hier auf die Payload bezieht, ne? Also die Value, die im Payload empfangen wird. Gleiches habe ich dann noch für die Topics I2P und I3P in den beiden anderen Connections konfiguriert. Ja? Und wenn ich jetzt gleich, ich möchte gerade einmal schnell in die Log springen, damit wir das gleich sehen. Also bislang werden immer nur die Daten abgerufen vom Digital von unserem Digital Twin Portal. Ja, und wenn ich jetzt dieses Submodell zu dem digitalen Zwilling hinzufüge, wie er im ASX-Server ausgeführt wird, dann geschieht Folgendes. Ich drücke jetzt hier auf Apply, dann wird das rüber gepusht und dann stelle ich jetzt einmal schnell den Log aus. Haben wir gesehen, wie, muss man ein bisschen hochscrollen, wie hier ein Submodell empfangen wurde, nämlich dieses Konfigurations-Submodell. Ja, da wurde ein Interface beschrieben und dann hat sich der digitale Zwilling mit dem MQTT-Broker verbunden und diese drei Topics abonniert, nämlich I1P, I2P und I3P. Und das sehen wir jetzt unmittelbar im digitalen Zwilling, im ASX-Server, wie da die Daten integriert werden. Ja, das heißt, ich kann mal versuchen, das nebeneinander darzustellen. Ne, jetzt springt das hier hoch, ne, auf 3000 war jetzt gerade zu sehen und es war hier auch zu sehen. Ne? Also hier das, die Payload im MQTT-Broker und hier die integrierte Value. Genau, und das können wir uns jetzt auch in unserem DT-Portal angucken. Und zwar haben wir hier noch die Möglichkeit, ne, als erstes den aktuellen Zustand zu tracken, indem wir das abonnieren. Das sehen wir dann auch hier, wie die Daten dargestellt oder integriert werden. Aber was wir jetzt auch hier als Möglichkeit haben, ist, dass wir diese Daten uns grafisch anzeigen lassen können. Genau, und hier jetzt für Power 1, Power 2, Power 3. Wir hatten eben eine Spitze gesehen mit 3000. Das sind Watt-Werte. Also wir haben hier derzeit eine Leistungsaufnahme von ca. 500 Watt. Und wenn wir das jetzt ein bisschen laufen lassen, haben wir vielleicht gleich nochmal Glück, dass wir so eine Spitze mitkriegen. Ne? Wie dann Power 1 auf 3.500 Watt hochschießt. Ich kann das ja mal nebenbei ein bisschen laufen lassen. Aber
Da passiert jetzt gerade leider, ist jetzt gerade eher der Idle-Mode. Ne? Ich habe das, ich glaube, wenn der Laser, also wenn das Symbol, das ausgewählte Symbol auf die Kuna-Becher drauf gespritzt wird, dann hätten wir beispielsweise einen Sprung auf 3000 Watt. Ah, guck, schauen wir mal. Jetzt haben wir hier so einen Sprung drin. Ja, sehr schön. Genau, jetzt haben wir den Sprung auf 3000 Watt. Schön hier grafisch dargestellt. Genau. Ja, also. Also was haben wir gemacht? Wir haben die Daten aus der vom Asset-Interface in den digitalen Zwilling integriert und sehen das jetzt hier live dargestellt. Wenn ich jetzt wieder auf die Präsentation zurückgehen würde, einmal hatten wir das Submodell hinzugefügt und dieses Submodell hat dann den Connector konfiguriert. Also erstmal hat er sich digitale Zwilling mit dem MQTT-Broker verbunden, die drei Topics abonniert. Und dann über diese Mapping Relations wurden dann letztlich die Values aus den Payloads in die Power Property integriert. Genau. Ja, Details zu unserer Plattform werden demnächst publiziert in einem Buch der Big Data Value Association von Springer dann. Veröffentlicht als Data Spaces Design, Deployments and Future Directions, so wird das Buch heißen. Unser Kapitel heißt dann A Digital Twin Platform für Industrie 4.0. Das Digital Twin Portal werden wir zeitnah als Open Source im Repo der Industrial Digital Twin Association veröffentlichen. Diese IDTA abgekürzt. Die IDTA ist die Anfang 2021 gegründete Nutzerorganisation zum digitalen Zwilling. Und unser Teilmodell Digital Twin Asset Interfaces Configuration veröffentlichen wir auch auf der ICPS 2022 im Mai. Und dieses Teilmodell haben wir gleichzeitig in den Standardisierungsprozess bei der IDTA eingebracht. Ja, also die IDTA die Nutzerorganisation standardisiert Submodelle, beispielsweise die ja schon recht bekannte Digital Nameplate, das digitale Typenschild, durchläuft auch den IDTA-Standardisierungsprozess. Ja, und unser Submodell haben wir da gemeinsam mit Siemens, Uni Magdeburg und Dresden eingebracht und nennt sich jetzt in diesem Standardisierungsverfahren Asset Interface Description, und Sie können ja im Rahmen der IDTA zur Standardisierung beitragen oder auch die Entwicklung verfolgen über das Repo der IDTA auf GitHub, nämlich admin-shell.io und dann Submodel Templates und dann ja ein bisschen durchklicken und dann kommst du da zum Asset Interface Description Submodel. Ja, und das Teilmodell ermöglicht uns die automatische Konfiguration von Konnektoren des digitalen Zwillings. Ja, auf der einen Seite zur Integration von Asset-Daten in den digitalen Zwilling, beispielsweise per MQTT, OPC-UA oder HTTP REST, aber auch zur Weiterleitung von Asset-Daten an datengetriebene Services, ja, in und außerhalb des digitalen Zwillings, beispielsweise in einem Asset-Daten weiterzuleiten an einen Condition Monitoring Service. Und als drittes Punkt zur Persistierung der Asset-Daten in, ja, wie schon gesagt, Zeitreihen, Dokumenten oder auch Object-Stores. Die Rückrichtung, was ebenso relevant ist wie die Integration von Daten in den digitalen Zwilling, ist natürlich auch der Transfer von Daten vom digitalen Zwilling zum Asset entscheidend, beispielsweise um neue Aufträge mitzuteilen oder ja, Energiesparmodus zu aktivieren oder ähnliches. Ja. Auch das ist uns möglich mit diesem Submodell, beispielsweise dann auch wieder per MQTT, OPC-UA oder HTTP REST. Wir sind überzeugt davon, dass interoperable digitale Zwillinge eine Basistechnologie der Industrie 4.0 sind und sein werden, weil sie ja Daten des Assets semantisch angereichert, Maschinen und Menschen interpretierbar ja, über den gesamten Lebenszyklus eines Assets bereitstellen. Ja, das kann dann, wie gesagt, Produktionsdokumentation bis Recyclinginformationen, alles, was den Lebenszyklus eines Assets betrifft, letztendlich Maschinen und Menschen interpretierbar bereitstellt. Dadurch, durch diese
Maschineninterpretierbarkeit und Menscheninterpretierbarkeit findet natürlich automatisch eine signifikante Reduktion des Aufwands für Data Engineering in Data Science Projekten oder auch Projekten der künstlichen Intelligenz statt. Und diese interoperablen digitalen Zwillinge realisieren die Ziele der Industrie 4.0, wie beispielsweise Kostensenkung, Umsatzsteigerung, Arbeitszeitersparnis, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeitssteigerung durch ihren Beitrag zur Umsetzung von Anwendungsszenarien, beispielsweise Condition Monitoring oder auch Collaborative Condition Monitoring, also Condition Monitoring im Verbund, also wo mehrere Unternehmen im Verbund den Zustand, beispielsweise hier in der Kuna-Produktion, ne, hätten wir ja Aburg als Anbieter, Digicolor als Anbieter, ist hier ein unternehmensübergreifender Austausch der Anlage, des Condition Monitorings der Anlage stattfinden kann. Genau, ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für Fragen stehe ich natürlich jetzt, aber auch gerne im Nachgang über die üblichen Wege, wie beispielsweise ja, Telefon, E-Mail etc. zur Verfügung. Ganz herzlichen Dank für deinen super Einblick. So haben wir nämlich jetzt mal wirklich die Verbindung. Hier steht Maschine, da ist die vernetzte Kunststoffproduktion. Wie kriege ich diese Daten denn in diese offenen Verwaltungsschalen, damit ich damit auch arbeiten kann? Weil das ist ja das, was wir alle wollen. Es geht ja nicht darum, ein KI-Reallabor aufzubauen, Daten zu sammeln, die irgendwo in Teilmodellen abzulegen. Es geht ja im Grunde auch immer irgendwie darum, wie ich damit Geld verdienen kann.